Wir machen heute eine vegane Spargelquiche mit schönen regionalen Spargel, weißem Spargel, Grünspargel, mit getrockneten Datteltomaten, ein bisschen Frisee-Salat, Orangengel und Rhabarber-Chutney. Dann schneiden wir gleich schöne Tranchen runter an der Seite. Die werden wir nicht blanchieren, den Spargel, die werden wir in der Pfanne leicht karamellisieren und mit grünen Spargel mischen. Würzen tun wir ganz einfach ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker, damit wir den Karamell ein bisschen haben. Ich komme gerne in die Bavarie bei Käfer, weil es eine super Location ist, weil wir eine ganz tolle Sonnenterrasse haben mit Blick auf den Olympiapark, hier die BMW-Welt haben, diese Location mit den tollen Autos und die Mitarbeiter, die hier sind. Und wir als Team super funktionieren, wir können ja uns entfalten, super tolle Sachen kochen. Von Barbecues bis Menüs bis Events und natürlich die tollen Produkte und die Menschen, die hierher kommen. Von Businessgästen bis Familien decken wir alles ab und das ist wirklich toll simpel. Die Spargelquiche werde ich dann jetzt nochmal warm machen, damit dann da die nochmal richtig durchzieht. Machen wir die Petersilie dazu und machen wir ganz zum Schluss, damit wirklich das, die Farbe erhalten bleibt. Also Genuss bedeutet in erster Linie für mich Zeit, Familie, Freunde, schönes Ambiente und dann natürlich ein tolles Gericht, also sprich gutes Produkt. Und du siehst ja auf dem Teller, wer mit Herz kocht und nicht. Also für das Gericht brauchen wir jetzt im Prinzip noch schönen Frisee-Salat, der wird mariniert mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Champagner-Essig und Olivenöl, Rhabarber-Chutney und noch unser Orangengel. Die Spargeltarte ist warm, die werden wir jetzt anrichten, mittig auf dem Teller. Als nächstes machen wir dann das Spargelragout noch ein bisschen oben drauf. Die Spargeltarte ist natürlich mit weißem Spargel, aber wenn jetzt die Spargelzeit vorbei ist, kann man die Tarte genauso nur mit Grünspargel machen, Datteltomaten, mit anderem Gemüse, also da kann man frei sein. Das ist alles gar kein Problem.